Also wenn man all die Reden jetzt genau zugehört hat, dann stellt man schon fest, in welcher Bandbreite, in welcher Vielfalt hier richtig gute Vorschläge auf dem Tisch vorliegen. Das ist toll, also bis auf AfD, die lasse ich mal außen vor, Herr Köhler, wir schauen Sie da auch direkt an, wir stellen uns auch Ihnen und den Problemen hier in Stuttgart und es gibt in der Tat dazu Zuspitzungen, Entwicklungen, die wir kritisch sehen am rechten Rand und zu dem gehören auch Sie. Sonst unterscheidet uns eigentlich nicht mehr viel, außer zwei ganz grundsätzliche Herangehensweisen, die jetzt schon auch sichtbar geworden sind. Einmal im Umgang mit der Wirtschaft. Reden wir mit denen nicht, reden kann man immer, aber machen wir auch klare Ansagen, wo es politisch im Interesse des Allgemeinwohls hingehen soll. Wir sagen 2035 klimaneutral, autofrei, da müssen wir hin und damit reden wir mit euch und gucken, dass wir es gemeinsam hinkriegen. Zweiter Unterschied, was kriegen wir hin? Wir haben so viele gute Ideen gehört, aber gleichzeitig immer wieder dieses Gucken auf den Kämmerer. Herr Kämmerer, haben Sie keine Angst, haben Sie gesagt, Herr Winter. Schwarze Null, pragmatisch, realistisch sind solche Wörter. Liebe Leute, schaut auf die letzten Jahre, was da eigentlich los war. Immer waren wir 200 Millionen über Plan. 10 Jahre im Schnitt. Wir hätten wichtige, drängende, richtige Probleme lösen können, wenn wir den Gemut gehabt hätten, nicht immer nur auf die Zahlen zu schauen. Am Klimawandel, dem ist am Ende egal, ob die schwarze Null dasteht oder nicht. Sie können von Ihren Euros oder Ihrer Nullverschuldung hier nicht runterbeißen oder die Klimaerwärmung aufhalten. Deswegen haben Sie da mehr Mut. Gehen Sie an die Strukturen des Haushalts rein. Stellen Sie sich den auch. Da habe ich noch zu wenig davon. Wir haben Fehlinvestitionen. Zu viel in Straßen, zu viel in Eigentumsförderung. Warum nehmen wir das nicht und machen dort statt ein Familienbauprogramm für junge Familien die Familien in Sozialhotels? 900 Millionen Eigentumförderung bei den Wohnproblemen, die wir haben. Kann man so ohne Mehrkosten sofort was machen. Grundsteuersenkung lassen, die Kulturförderabgabe würde ich sie nennen, gute Ideen. Wenn wir das alles zusammenlegen, die strukturellen Sachen rausnehmen, wie Stadionausbau, diese Großgeschichten, an unsere Davonposition rangehen, dann können wir wirklich in diesem Haushalt gemeinsam ökologisch und sozial so viel machen. Bitte lassen Sie sich da auch gerade die neuen Kolleginnen und Kollegen nicht klein machen, nicht Angst machen von den schwarzen Wolken. Weil eins ist doch klar, wenn das stimmt, die These, dass da schwarze Wolken kommen, dann müssen gerade wir in die Zukunft investieren. Jede eingesparte Kilowattstunde spart auch Euro. Jede Wohnung, die wir bauen, bringt Mieten. Also lasst uns in die Zukunft investieren und jetzt nicht schon wieder wie der Pessimist auf die Wolken gucken. Der hat dann am Ende recht, wenn er heute nicht handelt. Sondern wir müssen so handeln, dass wir vorbereitet sind und heute kräftig investieren in die Zukunft. Vielen Dank, Herr Rockenbauch. Ich